Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal, der dich aus deiner Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema schmerzhafte Erfahrungen machen. Warum möchten manche Menschen Schmerz empfinden und wozu dient er? Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und heute mache ich es nicht kurz und schmerzlos, sondern lang und schmerzhaft. Denn es ist oft so, dass ich gefragt werde, wie kannst du Menschen nur schlagen? Das ist die Frage, die oft kommt und die weitere Frage, ja, warum möchten Menschen denn überhaupt Schmerzen erfahren? Oder was bringt den Menschen das? Oder also es gibt immer viele Sachen oder viele Fragen, die das ganze Thema Schmerz hinterfragen. Also natürlich kann ich verstehen, auch ich. Es gab eine Zeit, bevor ich in dieser Welt, in diese Welt eintauchen durfte. Und ich kann mich jetzt nicht davon befreien, zu sagen, hier, ich habe mir nie diese Frage gestellt, warum Menschen jetzt irgendwie Schmerzen erfahren wollen. Dadurch, dass ich ja das große Glück und die große Ehre hatte, in die schwarz-bunte Welt eintauchen zu dürfen und seit geraumer Zeit das machen darf, dass auch Menschen immer wieder zu mir kommen, die bewusst Schmerzen erfahren wollen, kann ich da oder möchte ich jetzt auch mal was dazu sagen, denn das ganze Thema Schmerz ist ja wirklich sehr behaftet. Denn viele Menschen glauben, dass Menschen, die Schmerzen erfahren wollen, dass sie alle irgendwelche psychischen Themen haben. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass wir alle psychische Themen haben. Die, die da am lautesten drüber sprechen, die haben die größten. Und ja, die, die nach außen hin sehr laut sind, die sind nach innen ja sehr, sehr leise. Dementsprechend finde ich das immer total interessant, wer mir dann die Fragen stellt. Und wenn man da dann mal genauer hinguckt, dann kriegt man die Antworten dann, ohne dass ich dazu was sage, dass ich die aussprechen muss, die... Ja, die sieht man, die sind dann doch offensichtlicher, als man denkt, denn das zeugt halt schon mal schnell von Unwissenheit. Aber es ist ja auch einfach menschlich. Also es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn Menschen sagen, hey, das kann nicht ganz koscher sein, wenn jemand auf Schmerzen steht. In dieser Folge werde ich auch etwas persönlicher werden, denn ich habe erst überlegt, so soll ich das überhaupt erzählen, aber wer bin ich, wenn ich jetzt nicht aus meinen eigenen Erfahrungen heraus auch sprechen soll oder darf? Und deswegen, weil ich ja glaube, zumindest öfter mal auch etwas sehr Persönliches zu erzählen, ist es auch an der Stelle Zeit, das Thema auch in meine Welt mit reinzubringen, aber dazu später mehr. Erstmal möchte ich darüber sprechen, was ist Schmerz und warum ist es tatsächlich so, dass Menschen so darauf stehen, so viele? Also Schmerz ist ja, ich meine, ich muss keinem erzählen, was Schmerz ist. Es ist etwas, was halt wehtut und was man ja grundsätzlich eher so vermeidet. Man vermeidet irgendwie, sich zu schneiden, sich irgendwo zu stoßen, vor allem die kleinen Zehen. Oder auf jeden Fall irgendwie was einen aus dem Alltag rausbringt, rein in die Welt des mir tut etwas weh, da ist jetzt etwas an einer gewissen Stelle nicht mehr so, wie es soll, für den Moment im besten Fall. Natürlich im schlechtesten Fall für längere Zeit, auch das durfte ich ja einmal erfahren, als ich mir meine Bizepssehne im rechten Arm abgerissen habe beim Sport. Das war ein Schmerz, da kann ich sagen, den möchte ich nicht noch mal empfinden. Wobei ich auch da sagen muss, auch die Zeit, die hat mir was gebracht. Denn alles möglich, also der Schmerz, der einen dazu bringt, eingeschränkt zu sein für eine gewisse Zeit, der schenkt einem ja ganz viel Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat. Ne? Und auch wenn man jetzt nicht spirituell unterwegs ist, ich hatte ganz viel Zeit, im wahrsten Sinne loszulassen. Denn ich habe natürlich, ich bin Rechtshänder, habe mir damals die rechte Bizepssehne abgerissen und dementsprechend 2 OPs, 6 Monate raus und Reha. Also alles volles Programm und ich durfte 6 Wochen meinen Arm überhaupt nicht bewegen und da hat mich das Leben auf viele Weisen eingeladen, mal zu hinterfragen, hey, wo kümmere ich mich jetzt eigentlich drum und was kann ich denn vielleicht auch loslassen und auch mal eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Aber das darf ich ja sowieso in dieser ganzen Welt, in dieser ganzen schwarz-bunten Welt auf viele Weisen immer tun. Deswegen auch da wieder an der Stelle danke ans Leben, dass es mich damals dazu gebracht hat, dass die halt gerissen ist. Und es ist jetzt soweit alles wieder in Ordnung. Es ist auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ist es natürlich eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, die ich so nicht nochmal haben möchte. Andersrum gibt es ja auch schmerzhafte Erfahrungen, die man tatsächlich öfter haben möchte und wo man währenddessen so erkennt, hey, irgendwie ist es jetzt zwar ein Schmerz, aber im Gegensatz zu dem Schmerz, den ich so erlebe, wenn ich mich schneide oder so, passiert da auf der anderen Seite auch noch etwas Unterschwelliges. Und
Ich durfte jetzt schon viele Menschen schlagen. Das ist auch total witzig, dass ich das so offen sagen darf, weil eigentlich ist es ja verboten. Aber die Menschen, die es wollen, die kriegen es natürlich. Und da darf ich es ja auch tun. Und im, ne, auch da appelliere ich ja immer an die Vernunft. Immer ne, in Absprache gehen. Ne? Also es ist erst in Ordnung, Schmerzen hinzuzufügen, wenn beide das möchten. Und dementsprechend durfte ich da schon sehr viel Erfahrung sammeln. Und viele Menschen durfte ich fragen, was ist denn, was das für sie so ist, das Thema Schmerz. Und dementsprechend kann ich da gleich ein bisschen was zu erzählen. Auf jeden Fall das Thema, was ist Schmerz? Es ist pauschal etwas, was man eigentlich vermeidet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für viele Menschen so ungreifbar, wenn dann jemand anders kommt und sagt, ich möchte das nicht vermeiden, sondern ich möchte bewusst dahin gehen. Ich möchte das bewusst erleben. Und für die Menschen, die im Vermeiden sind, für die ist es natürlich normal, dass die dann sagen, ja, das kann ja nicht normal sein, wenn man das so möchte. Aber auch da wieder, wie so oft, lade ich die Menschen immer dazu ein, zu sagen, was ist normal? Und bin ich derjenige, diejenige, die das entscheiden darf, was normal ist? Und vielleicht ist es ja auch etwas, wenn ich mich dann da mal drauf einlasse, vielleicht ist es ja dann auch was für mich. Und wenn es nichts für mich ist, war es eine Erfahrung. Zur Erfahrung habe ich auch vor zwei Folgen etwas gesagt. Also das ist auch auf seine Weise immer, immer wertvoll, Erfahrungen zu sammeln. Auch um vielleicht auch die eigenen Grenzen zu erfahren. Oder also schaut oder hört sie euch gerne an. Das ist, könnte auch helfen, die eigene Meinung auch so ein bisschen zum Thema Schmerz vielleicht zu wechseln. Denn es gibt zum einen, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen, die das erfahren wollen. Und zum anderen kann ich das sehr gut nachempfinden. Das Thema Empfindung, da wären wir nämlich dann bei dem nächsten Punkt. Schmerzen empfinden. Also, wenn man sich kneift, wenn man sich schneidet, egal was man so tut, dann ist es erstmal unangenehm. Aber, und deswegen ist es ja auch oft so, dass Menschen genau dann schon aufhören und sagen, boah, ich möchte das nie wieder. Die erkennen sofort, nee, ich möchte das nie wieder. Wenn man diesen Punkt aber mal einmal überschreitet und mal genauer hinguckt und nachspürt, und da wären wir wieder beim Fühlen, wie es im BDSM oft so ist, dann, also diesen Schritt einfach mal geht, ne, den ersten Schmerzpunkt überwindet und dann nochmal nachfühlt, dann ist es wirklich faszinierend, wie oft es dann passiert, dass man sagt, oh, es ist aber auch ein Weg, wie ich mich fühlen kann. Das war bei mir, also es war bei mir ehrlich gesagt etwas übertriebene Zeit lang in Form von exzessivem Sport. Also ich habe war erst zufrieden mit mir selber und habe mich fühlen können, wenn ich extrem Sport gemacht habe. Deswegen ist das auch passiert. Kann ich mir selber an die Nase fassen und sagen, das war ein bisschen zu übertrieben. Aber erst, wenn ich so wenn ich richtig am Ende war, wenn ich in meinem eigenen Schweiß lag, meinetwegen auch geblutet habe. Ich habe eine Zeit lang auch so Matchruns und so, Fisherman und Tough Mudder, was ich das sagen darf. Solche Matchruns, die habe ich ja mitgemacht, weil das halt die Möglichkeit für mich war, mich am Ende zu fühlen durch Blut, durch Schmerz, durch Schweiß, durch keine Ahnung was. Dementsprechend habe ich es dann ein bisschen übertrieben, aber diese Erfahrung durfte ich ja sammeln, um dann festzustellen, hey, ich kann mal ein bisschen runterkommen. Und so ist es ja im Bereich, also generell im Bereich Schmerz, dass der pauschal erstmal einen zu sich bringt. Also dadurch, dass man halt etwas physisch merkt, ist man im Körper. Und dementsprechend ist es ja pauschal erstmal nichts Schlimmes. Also man fühlt sich dadurch. Klar, ne, es ist nicht schön, geschlagen zu werden, wenn man es nicht will. Und das soll auch überhaupt gar niemals sein. Aber es kann auch daraus etwas entstehen. Als kleiner Exkurs, ich hatte da, glaube ich, schon mal drüber erzählt, es gab auch eine Frau, die ich im Coaching hatte, die dessen Mann zu ihr gesagt hat, ich möchte gerne Schmerzen erfahren. Und sie wurde aber in ihrer Kindheit von ihrem Vater geschlagen, sodass sie eine sehr, sehr große Hürde darin sah, ihren Mann zu schlagen, weil sie halt so konditioniert war. Und auch da gibt es Hoffnung und wir haben es auch Gott sei Dank geschafft, etwas zu reframen. Ne? Das sagt man so im Kontext, im Psychologie-Kontext so ein bisschen, aber in anderen Worten, einfach etwas neu zu definieren und daraus eine neue, schöne Erfahrung zu machen. Also das haben wir damals geschafft, sodass sie dann sogar jetzt auch Spaß daran hat, weil sie gesehen hat, es ist ein Geschenk für den Partner, das sie geben darf. Und sie darf die Vergangenheit auch hinter sich lassen. Auch da, kurzer Exkurs, Vergangenheit hinter sich lassen ist dienlicher, als man denkt. Also da darf man sich auch einladen, selber mal Danke zu sagen, aber dann auch weiterzugehen. Da verlieren wir uns ja schon mal schnell drin. Und andere schaffen es wiederum, aus der Vergangenheit zu lernen und zu sagen, ja, hey, cool, dass du da warst, ne? Und ich gehe dann jetzt aber weiter. So wie es bei mir zum Beispiel war mit dem Sportunfall damals. Ich habe dadurch halt erkannt, langsam aber sicher, hey, es gibt andere Möglichkeiten, da glücklich zu werden und sich zu fühlen. Und nichtsdestotrotz
bin ich dann trotzdem an dem Punkt geblieben, dass Schmerz auch für mich etwas irgendwie triggert, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und ich glaube, so ziemlich die dritte Podcast-Folge war, glaube ich, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mal eine Sklavin war, als ich mich da mal so ausprobiert habe und da auch mal Schmerzen erfahren durfte. Und das war der Grund, warum ich damals zu mir gesagt habe, egal was ich hier im Podcast oder in YouTube erzähle, in welchen Folgen auch immer, ich möchte so ziemlich alles mal ausprobieren, selber an mir, damit ich sagen kann oder damit ich mitreden kann und sagen kann, ja, ich kann das besser nachempfinden. Und auch da, ich schweife ab, ich weiß aber, das ist so ein allumfassendes Thema, da muss man jetzt kurz drüber sprechen, dieses aus der eigenen Perspektive raus in eine andere, da lade ich auch jeden Menschen zu ein, wenn man jetzt, wenn du dich selber fragst, bin ich eher dominant oder devot und du sagst, ja, ich bin auf jeden Fall erstmal primär dominant, dann tausch einmal die Seite. Mach einmal, mindestens einmal die andere Erfahrung, in dem du der submissive Part bist. Und du wirst dich wundern, welche Prägung das für deinen dominanten Part hat. Also dadurch kannst du deinen dominanten Part viel, viel, viel authentischer ausleben. Das an der Stelle. So ist es ja dann auch mit Schmerz gewesen. Ich habe mir damals gesagt, hey, für mich triggert das auch. Ich empfinde da auch irgendwie irgendwas. Ich konnte hier damals noch nicht genau wissen oder so greifen, was es denn ist. Dementsprechend musste ich mich da halt auf verschiedene Weisen ausprobieren, mit verschiedenen Schlaginstrumenten, auf verschiedene Weisen. Also Schmerz bedeutet ja nicht nur gleich Schlaginstrumente, sondern man kann sich ja auch nadeln lassen. Das ist ja auch eine Form von Schmerz. Oder fest fesseln lassen ist auch eine Form von Schmerz. Alles habe ich gemacht, sei es jetzt mit verschiedenen Schlaginstrumenten, als auch mir die Schamlippen hab nadeln lassen, als auch irgendwie Shibari mal ausprobiert öfter, um da festzustellen, hey, da können auch doch irgendwelche Verletzungen entstehen, die dann nicht so geil sind. Aber hey, ich habe es gemacht. Ich sitze hier immer noch mit meinem Körper. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er das alles so mitmacht. Und es ist total schön, primär das alles ausprobiert zu haben. Denn eine Sache habe ich dadurch erkannt und deswegen kann ich auch so viele Menschen so wunderbar nachempfinden. Schmerz kann auch eine wunderbare Form von Erregung auslösen. Denn es war bei mir so und ich habe immer wieder Menschen, die genau das auch zu mir sagen. Also sie empfinden durch den Schmerz Erregung. Es ist wahrscheinlich der eine oder andere, der dann sagt, das ist doch Blödsinn, wie kann das denn sein? Das ist ja irgendwie, ne, man ist so viel zu sehr beschäftigt damit, den Schmerz zu verarbeiten im Kopf. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn du es schaffst, den Schmerz im Kopf zu registrieren, dann aber den nächsten Schritt zu gehen und in den Körper zu gehen, um dann mal zu gucken, hey, was passiert denn da noch? Ne? Also da kann wirklich einiges passieren untenrum. Und das ist so schön zu bemerken, also bei mir selber zu bemerken und auch bei den anderen, bei ganz vielen anderen Menschen, dass sie durch den Schmerz in die Erregung kommen. Also der sogenannte Lustschmerz, der dann da so entsteht. Und dadurch wiederum, indem man durch den Schmerz in den Körper kommt, kommt man auch wieder in dieses Momentum, in diesen Flow, in diesen Subspace, wovon ich halt immer wieder spreche. Von daher ist es halt eigentlich eine wunderbare Sache, wenn man erkennt, hey, Schmerz ist was für mich. Jeder hat da so seinen Weg reinzufinden in diesen Flow-Moment, in diesen Subspace, in dieses Momentum. Aber die Menschen, die den Schmerz für sich entdeckt haben, die haben halt einfach eine wunderbare Tür, die sie einfach öffnen lassen dürfen durch andere oder auch sich selber Schmerz zufügen im gesunden Rahmen an der Stelle. Ne? Also wirklich, da möchte ich jetzt nicht, also fang jetzt nicht an zu cutten oder so, sondern, aber es gibt ja auch genug Möglichkeiten, sich selbst da so ein bisschen zu finden. Oh, an der Stelle möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe letztens ein wunderschönes Geschenk bekommen. Denn es gibt so Busegürtel. Habt ihr schon mal von Busegürteln gehört? Das ist total schön, das mal auszuprobieren, weil ich für mich ja erkannt habe, Schmerz ist für mich ja auch eine wunderbare Möglichkeit, sich auch im Alltag, es muss ja nicht im Sex enden oder irgendwie, es kann ja auch eine wunderbare Möglichkeit sein, sich ab und zu mal aus dem Alltag raus zu manövrieren, rein in die eigene Welt. Und dieser Gürtel wurde mir geschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, an denjenigen. Und den nutze ich halt auch manchmal, um mich selber daran zu erinnern. Also das, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil das dann sehr persönlich ist, aber egal, was ihr da jetzt nehmt, ihr könnt auch Wäscheklammern nehmen oder irgendwas, irgendwie etwas fester, so ein Gummi ums Handgelenk oder egal, was es da gibt,
Probiert euch mal aus, wenn ihr das Thema, wenn ihr wisst, okay, da ist irgendwas mit dem Schmerz, aber ich kann es noch nicht greifen, geht da einfach weiter und guckt im gesunden Rahmen, was es denn für euch sein kann, um dann am Ende im besten Fall das ausleben zu können. Also so oder so, die Menschen, die sagen, da möchte ich nochmal drauf eingehen, nee, sagen, ja, das ist irgendwie psychisch irgendwie behaftet, jeder, der Schmerz irgendwie geil findet, das kann nicht richtig sein, das ist falsch. Denn das Einzige, was man halt wirklich beachten sollte, nein, nicht sollte, sondern muss, ist einfach der, welchen Zugang hat man denn zu dem Schmerz und wie geht man mit dem Schmerz um? Also es ist ja an sich eine Möglichkeit, sich fühlen zu lernen, aber man muss sich immer wieder fragen, ist das noch für mich gesund? Für mich gesund. Also ne, auch da, ich habe auch schon mal das Thema Edgeplay angesprochen, wo ich dann Stammtischredner war und dann am Ende selber hier saß und gedacht habe, oh mein Gott, was machen die da? Das ist so krass, für mich extrem. Aber das ist ja für die nicht extrem, was die da so gemacht haben. Also da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gedreht, Edgeplay. Hört sie euch gerne an, auch da gab es YouTube noch nicht. Auf jeden Fall, auch da kam ich an meine Grenzen, aber das ist ja schön. Es sind meine Grenzen und nicht deren Grenzen gewesen und dementsprechend habe ich meinen Zugang zum Schmerz gefunden, meinen gesunden Zugang zum Schmerz, meinen erregenden Zugang zum Schmerz. Das finde ich total schön, dass ich den so gefunden habe und so ist es ja bei vielen anderen Menschen auch. Es hat noch nicht mal immer was mit sexueller Erregung zu tun, sondern halt auch mit einfach in den Körper kommen. Ne? Wir Menschen, wir sind alle sehr, sehr, sehr außerhalb gesteuert, nach außen hin, weg von sich selbst. Und es ist halt eigentlich also ein riesengroßes Geschenk, wenn man es schafft, wieder zu sich zu finden. Und da gehört der Körper halt dazu. Und das Thema, also und der Schmerz ist halt ein Tor, ne, was man aufmachen kann zum Körper hin. Ich habe mal damals, das ist jetzt schon lange her, da habe ich gerade als Domina angefangen und da hatte ich auch einen Gast, da habe ich auch schon mal drüber erzählt, der hat es auch extrem gemocht. Ne? Für ihn war es dann so ein Tor zum Körper, wenn die Haut dann aufgeplatzt ist. Für mich zu krass. Ich habe es damals mitgemacht, das war total faszinierend und spannend und ich bin ihm auch dankbar, dass ich das machen durfte mit ihm. Und er ist dann halt erst dieser ganze Druck, der auf ihm lastete vom eigentlichen äußeren Leben, ist halt durch den Schmerz, dadurch, dass die Haut dann aufgeplatzt ist, ist sozusagen im wahrsten Sinne entwichen. An der Stelle kann ich verstehen, wenn man das sagt, so hey, das ist irgendwie viel zu krass und so. Ja, für uns vielleicht, aber für ihn halt nicht. Und dementsprechend, wer bin ich, dass ich das jetzt irgendwie oder verurteile, es ist ja seine Entscheidung und so möchte ich diese Folge abschließen. Am Ende ist es eine Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob man jetzt Schmerz dafür nutzen möchte, zu sich zu finden, in den Körper zu finden oder ob man das generell einfach nicht möchte. Das ist beides in Ordnung, so wie es immer so ist im BDSM, in jeglichen anderen Lebensbereichen. Das ist in Ordnung, was für einen selber in Ordnung ist. Und ich lade immer die Menschen dazu ein, gerade die BDSM-Welt ist ja sehr behaftet immer noch da mal zu sagen, hey, ich kann mich auch einfach mal entspannen und ich kann die Menschen so sein lassen, wie sie möchten. Und so ist es dann ja, wie gesagt, auch beim Schmerz. Jeder darf seinen Weg finden. Ich habe meinen persönlichen gefunden durch Erfahrungen. Deswegen kann ich euch das jetzt mitgeben. Probiert euch da mal aus. Wie gesagt, immer schön aufpassen, was da mit euch passiert. Aber schmerzhafte Erfahrungen sind nicht immer pauschal in dem Sinne schmerzhaft, sondern auch sehr hilfreich. Und dementsprechend gilt auch da einfach mal machen. Wenn es für euch eine schmerzhafte, in dem Sinne schmerzhafte Erfahrung wird, dass man sagt, nee, eben, ich möchte das nicht nochmal, ist es gut. Und schön ist es natürlich auch, wenn man eine schmerzhafte Erfahrung macht, die halt am Ende lustvoll ist, erregend ist, spannend ist. Auch einfach nur eine Möglichkeit, irgendwie mal sich kurz aus dem Alltag auszuklinken oder. Also die ganze BDSM-Welt ist so wunderbar facettenreich und bietet so viele Möglichkeiten, sich da auszuprobieren und der Schmerz gehört halt auch dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und schön brav die Glocke aktivieren. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Hau rein!